Ach du Scheiße, da hinten ist wieder so ein Sucher. Ach nö, ich hasse das. Wohin guckt der? Gut, mich kann er nicht sehen. Okay, der dreht sich also. Huch, hey! Hast du dich nicht eben im Kreis gedreht, Junge? Okay. Na toll. Ich würde natürlich gerne hier durchschleichen, aber hinter dem kommt man nicht vorbei. Der steht da oben und horcht. Mal sehen, wo ist es einfacher vorbeizukommen? Wo gibt es hinter ihm Deckung? Also da mit den Rohren gibt's Deckung. Komm, dreh dich mal weg. Dreh dich mal in die Gegenrichtung. Genau. Mal sehen, da hinten gibt's auch Deckung. Mal sehen, ob der mich sieht, wenn ich da mich dahinter stelle. Jetzt müsstest du mich doch nicht sehen können, oder? Oder muss ich hier schleichen? Mal sehen, habe ich auf F5 speichern? Ah, ich kann nicht speichern. Okay, also wenn er in die Gegenrichtung guckt. Komm schon, guck in die Gegenrichtung. Nein, du sollst nicht hierher gucken, du sollst nach da hinten gucken. Genau. Ja, genau. Du siehst mich nicht. Das Test subjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das Ganze richten? Seine Erden? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Okay. Was für eine Prozedur? Auf jeden Fall soll ich da ins Atrium. Ich müsste halt nur an dem Typen da vorbei. Nein, guck woanders hin. Guck bitte in die Gegenrichtung. Oh, da liegt noch was. Ah, Pistole. Gut. An dem sind wir vorbeigekommen. Here we sleep. Willst du mich verarschen? Okay. Lass mich kurz nachladen. Gut. Hier gibt's also auch echte Gegner. Du bist ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Ritt wartest, verhungerst du. Na komm. Oh nein. Salz ist voll. Wer schießt da? Toll. Da bist du. Oh, tut mir leid, dein Kopf ist explodiert. Hey, such dir neue. Wer auch immer da schreit. Ich hoffe, die da drin hast du nicht geweckt. Au!
Alter! Okay. Schlafen die da drin noch? Ja, die schlafen noch. Gut. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr viel Munition habe. Dafür habe ich gar keine mehr. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo Munition finde. Ah, da hinten. High Security Area. Comstock House. Da kommen wir wohl nicht rein. Ah. Immer diese versteckten Sachen. Ich dachte eben schon, das hier wäre irgendwie ein Gegner oder so, aber nö. Ist einfach nur Deko. Here we work. Oh oh. Warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Gleich zwei. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Na, Hoffnung ist jetzt... Na gut. Okay, das heißt, hier ist wieder eine Schleichpassage. Weil hier gerade einer weggelaufen ist. Nee, Pistole wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Hummingbirds. Mal gucken. Schauen wir mal rein in diesen kleinen Film. Kolibris. Mhm. Okay. Gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Okay. Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. Was? 6 Monate. Ich bin wohl nicht gerade der Schnellste, würde ich sagen. Aber hier, interessant, die ganzen Köpfe von den Statuen. Also von den, die auf mich schießen. Aber dass es hier nichts gibt? Nicht mal die Tasche kann ich mitnehmen. Locksmith. Das sieht aus, als wären das Dietriche, aber nö, kann ich nicht mitnehmen. Kommt mir das nur so vor, oder gucken die mich an? Ah, da hinten ist wieder der Wächter. Sieht er mich, wenn ich hier hinterschleiche? Okay. Mal sehen, da zur Tür muss ich. Ich nehme stark an. Komm, guck nicht in meine Richtung. Guck bitte nach da hinten. Oh Scheiße, bei dem liegt auch noch was. Toll, ich würde gerne ausprobieren, ob ich dieses Viech erledigen kann. Ohne, dass es die Leute hier alarmiert, aber... Ah, da steht da um die Ecke. Da müsste ich mich nur an die Ecke da schleichen. Nein, guck mal bitte woanders hin. Nicht zu mir gucken. Ich bin uninteressant. Guck doch mal in die andere Richtung. Guck doch nicht das an. Das will ich haben. Nein, guck woanders hin.
Okay. Salze sind voll. Ein Voxophon. Hören wir mal rein. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Na toll, der salutiert da die ganze Zeit. Guck nicht in meine Richtung. Oh, verdammt. Ist ja echt fies. Da kommt man nicht weiter in die Ecke. Ich muss echt warten, bis der in die Gegenrichtung guckt. Mal sehen. Gesundheit für Salze. Hosen. Wenn du keine Salze mehr hast, nutzt du Gesundheit, um Kräfte einzusetzen. Nehme ich mit, aber ich muss schnell weg, bevor der mich sieht. Ist jetzt nicht so das, was ich machen wollte. So, mal sehen. Ich muss zu der Kiste da schleichen. Okay. Toll. Gut. Gut, dass er durch die Kisten durchleuchten kann. Okay, gut. An dem bin ich vorbei. Wo wir lernen. Ich will aber trotzdem noch gucken, was hier hinten ist. Ah, verdammt. Natürlich ist hier nichts. Ein Glück, dass er gerade nicht in meine Richtung geguckt hat. Okay, so, gut. Wo wir lernen... Ja. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Wieder einfach so Botschaften aufflackern. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Meint sie mich? Aber das war ein Lamp. Falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er... nicht da. Ehrlich? Mädel, du bist doch abgehauen mit dem Vogel da. Prophet. Können wir das ausmachen? Nö, scheinbar nicht. Na gut. Okay, das war wahrscheinlich wieder so ein doppelseitiger Spiegel. Das heißt, hier haben die einen wieder beobachtet. Warden's Office. Also sprich, Büro des Direktors. Okay, ein Kinetoskop. Gucken wir mal, was hier für ein Film läuft. Battleship Falls. Ups. Okay. William R. Foreman ist da wohl gerade gestorben, weil er wortwörtlich gefallen ist. Okay. Ja. Yep. Die übliche Schnitt-Speichermeldung. Kann ich hier irgendwo was looten? Ich brauche Munition.